Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren wundervollen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen das zauberhafteste Spiel 2023, Hogwarts Legacy. Jetzt stellt euch mal vor, ihr denkt euch nichts Böses, wollt mal kurz noch 100 EP machen für eine Nebenmission und müsst dann 50 Minuten über zwei Episoden, weil die Story ist noch nicht abgeschlossen, das Game dann spielen. Und jetzt mit Ruth Singer, der örtlichen Polizei, sprechen. Leute, ich bin fix und alle. Ich hätte nicht gedacht, dass einen eigenen Laden zu haben so anstrengend ist. Also, lasst mir gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und wir legen wie immer direkt los. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ja, das hat sie. Aber ich glaube, Sie haben den Teil mit dem Kerker überhört. Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Alright, let's go. Dann besuchen wir sie mal. Was ist da eigentlich los, dass sie da irgendwie die Leute in ihren Laden einsperrt und ihr Mann dann als Poltergeist da unterwegs ist? What the fuck? Das war voll die gruselige Folge. Ich hoffe, ihr habt die gesehen. Oh, hallo Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Holy fuck! Hinterher! Holy fuck! Cassandra! Was ist verkehrt bei dir? Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Situation? Alter, du wirfst mich einfach mit Steinen, gell? Hier, direkt noch eine Ulti. Bitch. Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen. Holy shit. Komm, ich schreib dich in die Ecke. Nichts da, easy Tiger. Alter, wie viele Sachen auf mich wirft. Dreckige. Hier, fang. Die schnell. Die ist schnell, die Alte. Fang! Almighty Push! Ach ja, von dir aber. Und brenne. Alter, die ist gut, die Alte. Aber natürlich nicht so gut wie wir. Boom! Haha, und tschüss! Boots! Gotcha. Was ein Auftakt! Sie enttäuschen mich, Cassandra. Inkarzerus! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja?
Ich habe mich immer gefragt, warum sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir nie in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätt's wissen müssen! Silenzio. Den Zauberspruch hätte ich bei meiner Frau auch manchmal Sorgen. Ganz gerne angewandt. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Geiler Scheiß. Ja, und nach nur einer Stunde und zwei Folgen später sind wir Ladenbesitzer. Mega. Zack. Hier, die Truhe sieht mich nicht. Ich muss erstmal ein bisschen weggehen. Zack, habe ich sie. Nice. Und ich muss sagen, das ist richtig geil. Die Truhen bringen nämlich extrem viel Loot. 500 Steine für so eine Truhe mit dem Auge. Und ich wusste erst gar nicht, wie kann ich die looten, verdammt nochmal. Wie kann ich sie looten? Bis ich drauf gekommen bin, ha, die hat ja ein Auge. Vielleicht muss ich mich unsichtbar machen. Alter, da muss man auch erstmal drauf kommen, gell? Das haben sie richtig gut gemacht in dem Spiel. Diese ganzen Überraschungen und... Also... Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Es macht nur Spaß, das Game. So, hier ist unser Laden. Reden wir mal mit unserer Mitarbeiterin. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Oh, danke, danke. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Boah. Trachten und Tonika, Kleidsam und Brauwohl, Naht und Trunk. Ich meine, ich bin Bayer, weißt du? Trachten und Tonika. Ich wähle Trachten und Tonika. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Mega. Uns gehört ein Laden. Alter, guckt euch das an. Ist das cool. Kriege ich von der Kohle? Warum zeigt ihr mir hier Kohle an? Oh, vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für sie verkaufen soll. Ja, das kann die alles verkaufen hier. Das macht das ist alles schlechter. Also die hier zumindest. Penny wird das für sie zu einem guten Preis verkaufen. Ach, wie cool. Ja, mega. Kannst du alles verchecken. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Mega. Jetzt, wo sie auch normale Klamotten anhat, hat sie ja nicht. Sie hat nur einen Hut auf. Die läuft immer noch rum wie so ein Lump. Ja, wunderbar. Das Gute ist, wir haben damit nicht nur einen Laden, sondern auch den Auftrag abgeschlossen. Ultra gut. Und das sollte uns jetzt natürlich eigentlich genügend EP geben, dass wir auf Level 22 kommen und dann dort mit der Hauptmission jetzt fortfahren können. Also würde ich mich natürlich riesig freuen.
Wenn es dir gefällt, wenn du mich unterstützt, gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo dalässt. Und genau. Wir gehen dann mal in Richtung Hauptmission. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, gibt es. So, wir haben hier tatsächlich alle Nebenmissionen abgeschlossen. Bis auf die hier. Die machen wir jetzt noch schnell. Weil wir sind immer noch nicht. Wir haben immer noch nicht genügend Level. Das kann echt nicht wahr sein. Mein Vater. Das ist zum Haare raufen. Verdammte Axt. So, und das ist leider ein bisschen außerhalb. Deswegen müssen wir da ein bisschen sprinten. Und das Doofe ist, in Hogsmeade kannst du keinen Besen benutzen. Das ist richtig doof. Gerade hier so, ne, diese ganzen Wege und dann da hoch sprinten. Da würde ich mich eigentlich eher freuen, wenn ich einen Besen hätte und kurz rüberreiten könnte. Aber gut, Klagen auf hohem Niveau, ne? So, dann lass uns mal reden. Tust du mir einen Gefallen? Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler. Alter, die ist ja richtig wild, die Alte. So eine hochnünzige Bitch. Unsere pickeligen Klassenkameraden. Ach, krass. Also los. Die guten alten pickligen Klassenkameraden brauchen dringend aus dem Wald, ja, aus dem Verbotenen, eine spezielle Zutat, damit sie nicht mehr hässlich sind. Mann, ist die ein gut Mensch. Mann, Mann, Mann. Ja, da will ich mal nicht so sein. Und flieg da mal kurz rüber, sammel den Käse und bring dir das wieder, damit ich endlich auf Level 22 komme. Ich hoffe, es ist das Risiko wert. So, komm mal. Zu einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Und dann können wir endlich mit der Hauptmission weitermachen. Ganz schön dichte Decke hier. Baumdecke. Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubotubler? Hier unten vielleicht? Rivelio. Ah, da sind Feinde. Perfekt. Ich schätze mal hier lang. Zu dem Wolfsbau. Ah, da gibt es noch Loot. Perfekt. Das riecht grauenhaft. Zum Glück sind wir noch hier. Potrinko! Gibt's hier noch mehr? Ein paar Spinnen gibt's noch. Ins Händchen. Akio. Komm mal her hier. Platsch. Bin noch unter der Erde abgehauen, gell? Und Almighty Push. Easy Tiger. So, lass mich noch mehr Zeug sammeln. Rebellion. Ich habe nur eins von fünf bisher gefunden. Ah, das ist auch Bubuta. Was geht hier denn noch so ab? Ah, cool, die kämpfen da. Lass mich mal mitkämpfen. Akio.
Verzinkung. Incendium. Easy, Tiger, easy. Gotcha. Boah, und endlich das Level 22 bekommen. Ja, wunderbar. Perfekt. Dann kann ich ja jetzt endlich weiter schnell sammeln. Mach die Nebenmission noch fertig und dann können wir direkt in die Hauptmission springen. Tippitoppi. So, wo finde ich da noch mehr? Da gibt's noch was. Okay. Da komme ich nicht durch. Ernsthaft, dass ich da nicht durchkomme, Mann. Krieg die Krise. Lass mich durch hier. Komm, lass mal in die dunkle Höhle gehen. Ja, noch einer. Toll ist immer gut. Oh. Easy Tiger. Hoppala. Das macht halt inzwischen auch schon echt ordentlich Schaden, wenn ich die Attacke einfach nur abwehre. Lass mich hier den Loot einsammeln. Und Ulti. Boom. Bye bye. Das war echt knapp. Revelium. Okay, hier kann ich noch Pilze sammeln. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Loot. Da haben wir dann 4 von 5. Und 5 von 5. Das sollte reichen. Ich sollte besser zu Saccharissa zurück. Dann gehen wir zu Saccharissa zurück. Was ein Scheißname. Okay, Karte von Hogsmeade. Zack. Hier müssen wir hin. Oh Gott, das ist so weit zu laufen. Dann reisen wir hier hin. Das ist die schnellste Route. Auf geht's nach Hogsmeade. Okidoki. Oh, da, wir konnten noch einen Stein flitschen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich wette, so Sachen wie Steine flitschen, Globus drehen und sowas. Wenn du das bei jedem machst, kriegst du da bestimmt irgendwie auch Trophäen oder sowas dafür. Drehe 1000 Globi oder irgendwie sowas. Oder Globus, Globen. Globen heißt es so. Saccharissa, ich habe die Bubotubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ein wenig Mühe war es schon. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Danke. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren.
Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pickligen Mitschüler? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Okay, ja, den muss man aber auch nicht unbedingt kennen, deinen Namen. Weil so eine Bitch wie du bist, braucht den kein Mensch zu wissen. So, ab in die Hauptmission, meine Lieben. Let's go. Schnell hingereist. Und auf den Besen aufgesprungen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Hui. Ja. Hi, Sebastian. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich weiß jetzt, was mir an diesem Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Geil. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Genau so machen wir das. Volles Karacho. Wer bist du denn hier überhaupt? Confredo! Confredo! Steht da einfach so ein Gegner rum, gell? Ich glaub's ja nicht. Aber ihr seht, wir sind warm. Also von daher klopfen wir an die Tür und machen einfach von vornherein alle platt. Wir schleichen uns rein. Scheiß auf Schleichen. Kein Bock auf Schleichen. Lass sie uns alle platt machen. Niemand betritt diese Mine. Wer 3, ist das 2, so Risiko. Boom! Okay. Hier. Kommst du nicht davon? Confringo! Du lässt es nah! Du kannst uns nicht aufhalten! Easy, Tiger. Ich werde deinen Tod rächen! Komm mal her hier! Und tschüss! Komm mal her hier. Und tschüss. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ja, finde ich auch. Einfach mal alles schnell platt machen. Klingt für mich nach der plausibelsten und besten Lösung. So, Loot. Loot. Sonst noch was? Okay, nee. Weiter geht's. Das läuft aber gut. Wir sind nächste ein gutes Runde. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du ja, weißt ja, einfach was durchkämpfen. Ich tun würde. Boom! 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 Und poin, poin, poin. Und tschüss. Tschüss, das überlebst du nicht, junger Mensch. Ah, der Glück gehabt. Ein mighty push. Bleibst du? Ja. Oh Gott, war das geil. Spaß ist ziemlich relativ. Getroffen und gekontert zur gleichen Zeit.
relativ spaßig. Könnte schon noch ein bisschen mehr Loot hier geben. Haha, ich bin so ein Loot-Geier. Okay. Da gibt es auch noch was für uns. Perfekt. Da drüben auch. Ja. Eier. Wir brauchen Eier. So, Aussichtspunkt Mine. Let's go. Und dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Dann an der Stelle natürlich erstmal nochmal einen netten Fakt über Harry Potter. Und zwar ist es so, dass Robert Galbraith ein Pseudonym der Harry Potter-Macherin J.K. Rowling ist, unter dem sie die Bücher veröffentlicht hat. Wer es nicht wusste, alle Bücher sind unter dem Pseudonym Robert Galbraith, also quasi aus den Wörtern J.K. Rowling, entstanden und veröffentlicht worden. Ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.